Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 23. November 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Hier im Tierkreiszeichen Steinbock begegnet sich mit Pluto-Energie. Diese Pluto-Energie ist die konzentrierte innere Kraft, die regenerierende, transformierende Kraft. Und das spüren wir alle, aber besonders die Steinbock-Geborenen, die Jungfrau-Geborenen und die Stier-Geborenen. Die Mond steht in Verbindung zu Mars. Es ist Spannung, es ist Herausforderung, es ist auch Kraft, aber andere Art von Kraft. Kraft, was etwas bewegt im Leben oder diese Durchsetzungskraft oder sich zu behaupten in männlichen Kraft. Und das ist diese Spannung, was entsteht zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und Tierkreiszeichen Waage. Und beiden Tierkreiszeichen sollen auf dem inneren Ruhe, auf dem inneren Kraft vertrauen. Sie stehen vor einer Herausforderung und das sollen sie auch im heutigen Tag bewältigen. Mond hat noch Einflüsse von anderen Sternen. Besonderes ist die heutige Einfluss von Deneb. Dieser Stern Deneb befindet sich im Sternbild Schwan und bildet sich eine Brücke zwischen Altair und Vega. Darüber erzählt eine Liebesgeschichte aus dem chinesischen und japanischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge, Altair. Und im Himmel gab ein Fee, Vega. Und diese Fee verliebte sich an Altair und kam zu ihm auf die Erde. Und sie lebten zusammen. Altair wurde der Hirtenjunge und Vega die Weberin. Es war eine wunderschöne Liebesgeschichte. Bis dann die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, so beschreiben die chinesischen Astrologen Sonne und Mond, das entdeckt hat, dass diese Fee den Himmel verlassen hat und lebt bei den Menschen auf die Erde. Und sie haben sie zurückgeholt ins Himmel. So wurden die beiden Liebenden getrennt. Tatsächlich im Himmel, diese beiden Sterne werden von Milchstraße getrennt. Und hier bildet sich Deneb eine Art Brücke und die Geschichte ging es dann weiter. Und es erzählt, dass dieser Deneb von Sternbild Schwan einmal im Jahr bildet sich eine Brücke über diesen Fluss, die nennen die Milchstraße als gelbe Fluss, und bilden sich eine Brücke und auf dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Und die Chinesen und auch die Japaner ist das ein Feiertag, die Tag der Liebe und es ist immer im siebten Tag, im siebten Mondmonat. Das ist die Geschichte dazu. Für uns ist es wichtig zu erkennen, Brücke bauen an etwas zwischen zwei Menschen oder die Kontakt suchen zu jemand oder helfen für jemand. Eine kann auch bedeuten eine Übergangsphase, dass wir gerade wie in einer Brücke befinden, die alte Ufer verlassen, im Neuen noch nicht angekommen. Und das beschreibt auch diese Übergangsphasen. Aber bei vielen Fällen geht es natürlich um Versöhnung, geht um ein Zusammenkommen und Einflüsse von außen, was hilft, diese Brücke bauen. Und dazu erklärt diese Liebesgeschichte und das hat einen Einfluss, weil das vermittelt die Mondenergie auf unserem heutigen Tag.
Mond bewegt sich dann ziemlich schnell und kommt zu Kontakt zu Terebellum, und es ist eine Figur im Himmel, ein Viereck, und das beschreibt Claudius Ptolemäus als Sicherheit, Stabilität, alles in festem Boden. Die Fundament wird auf dem festen Boden gebaut, und wir brauchen gerade dieses Fundament, besonders bei Neuanfang. Also es braucht etwas, eine Struktur. Und wie trifft das alles die einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich darauf noch eingehe, noch zum Erwähnen, dass die Scheinbewegung, die Sonne, ist in Tierkreiszeichen Schütze, hat auch einen Einfluss von einem Stagniert Prior, und das ist die linke Hand der Schlangenträger von diesem Sternbild, was auch die Schlange im Hand hält natürlich, und das bedeutet für uns eine Botschaft: Handlungen. Handlungen, und die Sonnenenergie vermittelt uns das. Das heißt, es beleuchtet etwas, damit etwas klar und deutlich, und so werden die Handlungen sein. Und dann erreichen wir diese Terebellum, dass alles eine Struktur bekommt. Und nicht nur das hilft bei diesem Struktur, sondern die Kommunikation auch. Im Tierkreiszeichen Schütze erreicht Merkur Saturn. Und es geht um Gesprächen, um Nachrichten, und Saturn bringt es auch in Form. Also das ist so ähnlichen Einfluss. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, kommt ein Einfluss von außen. Es wird eine Herausforderung sein. Und die Steinbockgeborenen sollen sich da behaupten. Kann das auch eine männliche Person sein, wo Schwierigkeiten macht oder aggressiv ist? Also sich zu behaupten, Kraft und Mut zu zeigen. Und die Steinbockgeborenen sollen spüren, dass diese Kraft von dem Inneren kommt. Die inneren Kraft spüren und jetzt nicht Streit oder auch aggressiv reagieren, sondern die Ruhe bewahren, weil da liegt die Kraft und genau das, was gut wirkt, gerade bei den Steinbockgeborenen. Was ich in den vergangenen Tagen erwähnt habe, dass die Werte, Wertschätzung und Finanzen wie eingesperrt sind, das hat sich verändert. Das heißt, die Finanzen kommt jetzt im Fluss. Die Werte, Kauf, Verkauf, aber auch die eigenen Selbstwertgefühl, Wertschätzung und die Finanzen bewegt sich wieder. Es ist frei, es ist wieder die Bewegung da. Gute Gespräche sind zum Erwarten und in die Liebe, Partnerschaft kommt auch etwas im Fluss. Nur die Kraft, das ist wichtig, dass das hier sind die Herausforderungen. Es kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen schlicht einfach sich kraftlos fühlen und sie brauchen gerade die inneren Kraft, also die Ruhe. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben in Liebepartnerschaft noch Einschränkungen. Kann auch bedeuten, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt, jemand kennenzulernen, weil die Möglichkeiten noch nicht da sind, oder in bestehenden Partnerschaft ist etwas ruhiger momentan, fehlt die Leidenschaft. Aber das verbessert sich schon ab 2. Dezember, weil da kommt etwas in Bewegung, da kommt wieder die Begeisterung und die, wo alleine sind, auch die neue Begegnungen. Also ein bisschen Geduld noch, bis die Liebepartnerschaft sich verbessert. Kleinere Veränderungen werden möglich sein oder kleine Reise, und die Glück liegt in vertrauten Umgebung und da sind auch die guten Kontakte und schöne Gespräche und das kommt auch alles in Form. Also das erleben sie sehr angenehm, die Wassermann-Geborenen, und die nächste Zeit wird wichtige Themen sein, noch zusätzlich die Finanzen. Aber das kommt auch alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück, auch Glücksfälle, aber sie sollen intuitiv handeln und so die Entscheidungen treffen. Sie brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. Es ist auch wichtig, die innere Ruhe, die Zurückgezogenheit, aber nicht nur
das so eine andere Richtung auch ein bisschen was bewegen, das im Gleichgewicht halten, so 50-50%. Also nichts überstürzen, sonst verlieren sie die Gleichgewicht, aber auch nicht zu bequem sein, weil man sollte auch etwas auf anderen zugehen oder etwas anfangen, etwas starten. Also schon etwas in Bewegung setzen, das soll aber schön im Gleichgewicht bleiben. So haben sie dann auch die inneren Gleichgewichte, die Fischengeborenen, und zurück zu diesem Glück. Auf jeden Fall, die Chancen sind da, glückliche Umstände, glückliche Begegnungen oder etwas zu gewinnen. Die tierkreiszeichnenden Wiedergeborenen fühlen sich momentan nervös, bisschen eingeschränkt, ein bisschen Geduld noch in den kommenden Tagen, können sie aufatmen, geht alles leichter voran. Es ist auch wichtig, im Freizeit auch die schöpferische Kraft etwas zu etwas entsteht, die Ideen haben die Wiedergeborenen, da verändert sich einiges. Viele machen sie sich selbstständig oder setzen sie ihren Ideen um, aber Bereich zu Hause, diese Ruhe, Zurückgezogenheit oder die eigenen Heim, im eigenen Zuhause wird auch etwas verändern. Viele Wiedergeborenen erleben das als Rückzug, andere Wiedergeborenen erleben das, das in die wohnlichen Bereich ändert sich auch noch etwas und da bringen sie ihren Ideen um. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles stabil. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, aber nicht passiv sein, sondern auf anderen zugehen. Und das ist wichtig. Und sie haben gerade die Harmonie, die innere Ruhe. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft, aber auch die Gespräche. Und es ist auch zum Erwähnen, dass nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, nicht nur warten, bis die anderen handeln, sondern es ist wichtig, momentan für die Zwillingsgeborenen auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen oder zuhören. Also aktiv sein, was die Gespräche betrifft, weil so bekommt das eine Struktur. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie fühlen sich jetzt auch mal befreit. Da bewegt sich jetzt endlich etwas. Da befinden sie sich eine Wandlung, aber jetzt ist auch spürbar. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sollen sie noch ein bisschen warten. Sie sind momentan unsicher. Es sind größere Veränderungen, sind Chancen, Möglichkeiten da. Sie werden wichtige Entscheidungen treffen. Bei vielen Löwengeborenen ist ein Neuland, ein ganz Neuanfang oder in die Weite im Ausland. Also nicht jede einzelnen Löwengeborenen, aber etwas Neues wagen sie und diese Chancen sind da, aber momentan diese Unsicherheit, in die kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und mehr Leichtigkeit, also ich würde jetzt momentan noch nicht starten, erst dann, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. Was für die Löwengeborenen gut ist, diese Veränderungen, Umbrüche, auch die Kraft und die Mut dazu und auch die guten Gespräche in die Liebe, Partnerschaft verbessert sich dann ab 2. Dezember was. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist alles stabil. Sie leben auch ihren Berufung, auch ihrem Privatleben ist alles in Ordnung, auch in die Liebe, Partnerschaft. Die einzige, wo die Jungfrau geborenen nicht verstanden fühlen, das sind die Gespräche. Entweder sind da Missverständnisse oder keiner hört zu oder können sie nichts überzeugen. Anderen kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht. Also da sind die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen trifft diese Kraft. Das heißt, etwas oder jemand raubt ihren Kraft. Kann auch eine männliche Person sein, wo Stress macht und es ist eine Herausforderung, gerade bei den Wagengeborenen. Jetzt versuchen, genauso reagieren, verlieren sie die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Die einzige, was hilft, die inneren Kraft spüren, die Ruhe bewahren und gar nicht auf diese Energie sich einlassen und es geht dann schnell vorbei und dann beruhigt sich das alles.
Wichtige Themen sind Bekanntschaften, Freundschaften, ein Verein oder eine Partei, also mit Menschen kommunizieren, treffen, gleichgesinnte Menschen. Und bei vielen Wagengeborenen ist das ein Aufstieg in die berufliche Situation. In die Liebe, Partnerschaft ist auch alles in Ordnung. Das wird Anfang Dezember noch intensiver, leidenschaftlicher sein. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück. Nicht nur, weil Jupiter hier bewegt sich und Venus auch die beiden Glücksplaneten, die kleine Glück und das große Glück, sondern das wird auch noch von Neptun gut bestrahlt. Und das sind die Träume, die Visionen. Also es ist wichtig für die Skorpiongeborenen nach Gefühl handeln, intuitiv. Und die Glücksfälle, die Chancenmöglichkeiten oder Gewinnchancen gerade ganz stark, da ist auch ein Aufstieg bei der Skorpiongeborenen und noch dazu noch ein guter Mondeinfluss von Steinbock, nochmal eine Unterstützung, also Glück, Glück, Glück in allen Ebenen, aber das sollte man auch wahrnehmen, also wichtig ist nach Gefühl handeln. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiger Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein ganz wichtiger Vertrag. Es ist alles gut. Langsam bekommen die Schützengeborenen hier Sicherheit, Stabilität, eine Struktur und auch Selbstbewusstsein. Die schwierige Zeit ist fast wie vorbei schon. Und dann können Sie die Schützengeborenen aufatmen, haben Sie einiges erreicht. Auch die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die Schützengeborenen, aber das ist fast wie vorbei. Also jetzt ist schon spürbar, dass Sie mehr Kraft haben, mehr Mut und Selbstbewusstsein und Sie bewältigen auch etwas. Und wichtig ist, dass Sie Ziele haben und das nicht aufgeben. Und jetzt bekommt das alles noch eine Struktur und die Gespräche werden heute sehr wichtig sein, eine wichtige Nachricht. Und das war die Tageshoroskop. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten berechnen für Sie persönlich, für einen bestimmten Termin. Wie verläuft dieser Termin? Oder wann sind die richtigen Momente, etwas Neues zu starten? Das sind immer die ersten Momente wichtig. Mit welchem Energie beginnt man etwas? Oder was war in Vergangenheit bei einer Begegnung? Kann man da was erkennen, wie bei Beziehungen, wie verläuft es? Mit welcher Energie hat man etwas begonnen? Wie kann man das verbessern? Wo liegen die Hindernisse? Natürlich, es ist auch möglich, astrologisch zu beschreiben. Das ist die Zeitqualität. Oder was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Und wie wird das in einzelnen Monaten sein? Welche Tage sind günstig? In welche Tagen sind die Einschränkungen da? Das kann man alles ganz genau beschreiben. Und unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten und Sie können solche Fragen stellen, solche Horoskope natürlich auch buchen. Was ich noch erwähnen möchte, das ist mein Shop und da habe ich meine Produkte schon und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com und noch die Blitzberatungen. Was ist ein Blitzberatung? Es funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihren Fragen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails selbstverständlich auch blitzschnell. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.